Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Ich möchte heute ein bisschen mit euch das Thema Frauen aufgreifen, ja. Was war bei mir so in letzter Zeit am Start? Beziehungsweise, wo habe ich so meine Probleme gesehen? Jo, damals, war jetzt ungefähr ein halbes Jahr her, habe ich mich ja von meiner Freundin getrennt, wie sicherlich einige von euch mitbekommen haben. Und wo ich jetzt einfach das Problem sehe, ja. Viele Leute von euch da draußen sind zum Beispiel an eine Beziehung gebunden oder haben sich in irgendeine Person verliebt und die können sich einfach nicht davon losmachen. Und das Problem bei mir ist, beziehungsweise was jetzt gut bei mir gerade ist, es war jetzt einfach damals so, ich war mit meiner Freundin zusammen und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, von der jetzt getrennt zu sein. Ja, das war für mich ein absolutes No-Go. Aber dann mit der Zeit, es hat sich irgendwie einfach ergeben, wir mussten uns damals trennen und dann ist es einfach so gekommen. Am Anfang ist es so richtig hart schwer. Man hat so richtig so, ey, scheiße, Mann, ich kann nicht ohne die und oh mein Gott, ey, das ist so schwer. Und dann ganz ehrlich, ein, zwei Monate, genau wie beim Training, du siehst die ersten Gains. Du siehst einfach die ersten Gains, ja. Auf einmal, du bist getrennt von deiner Freundin und du siehst einfach die ersten Gains, ja. Wie auf einmal die Person dir immer egaler wird, ja. Du hast auf einmal irgendwie gar nicht so mehr den Drang, diese Person zu sehen. Wie geht's dir zurzeit so in deinem Leben? Bist du zufrieden? Ja, danke der Nachfrage. Ich bin momentan sehr zufrieden mit meinem Leben. Erstmal, ich bin's, Tim. Ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Es ist ein schönes Leben, ja. Wir haben zwar momentan Winterzeit, die Sonne scheint nicht viel, jedoch lasse ich mich trotzdem nicht unterkriegen. Das ist ja die falsche Kameraeinstellung hier. Also Leute, ich bin's, Karl. Da muss ich sagen, ich bin auf jeden Fall in meinem Leben vorangeschritten. Soll ich gerade ein paar Liegestütze machen? Es ist abends und Leute, werdet auf keinen Fall, und ich mein's ernst, werdet auf keinen Fall Fitnessmodel. Immer so in der Beziehung hatte ich immer so das Gefühl so ein bisschen, ja, hey, ich bin an eine Person gebunden, ich will es eigentlich gar nicht. Und ich möchte einfach, keine Ahnung, ich möchte sie zwar nicht verlieren, aber ich kann irgendwie auch nicht richtig frei sein. Und nachdem diese Trennung dann eben vorüber war, die Trennung, von der ich nie gedacht hätte, dass sie überhaupt gescheit funktioniert, dass ich damit klarkomme, dann war ich wieder frei, ich fühle mich einfach wieder gut, ich fühle mich an niemanden gebunden, ich kann mein Shit durchziehen. Wie ging es dir direkt nach der Trennung von deiner Freundin? Ja, ich muss dir ehrlich sagen, an dem Punkt hast du mich gerade... Das ist ein Punkt, da rede ich nur sehr schwer drüber und es ist mir auch wirklich echt nicht leicht gefallen. Es war einfach eine Phase für mich, wo ich sage, ich war eben gefühlstief am einfach an. So, bitte? Haben Sie gerade irgendwas gesagt? Nun gut, also, um auf den Punkt zurückzukommen, es war verdammt schmerzhaft für mich. Abgenommen! Wir haben eine Live-Show, was gab ein neues Konzept, ja? Noch niemand davor hat es gehabt. Wir haben eine Leinwand, verschiedene Begriffe, die ihr erraten müsst. Zum Beispiel, hier auf dieses Handy könnt ihr anrufen, ja? Wir geben euch diese Nummer durch, sobald der Stream aktiv ist. Und dann könnt ihr anrufen und die richtigen Lösungen sagen. Und es können Gewinne abgestaubt werden. Leute, da werdet ihr euch noch die Finger nachlecken, ja? Die Sendung wird abgenommen heißen. Wieso? Hier flattert schon der erste Anruf rein. Abgenommen! Sieht ihr die Leitung 9? Jawohl, sie haben mal wieder die Chance, etwas Krasses zu gewinnen. Jetzt sagen Sie eine Lösung, bitte. Fischpuder ist leider falsch.